Wie über die Hallo Taste. Und herzlich willkommen zur allerersten Gaming Late Night, in der mir schon wieder alle Leute hineinquatschen. Wer sind alle Leute? Was ist die Gaming Late Night? Ihr werdet es im Laufe des Ganzen erfahren. Zuerst stelle ich meine Mitstreiter vor. Zuallererst wäre da der Lazor. Guten Tag. Dein Stichwort, ja. Er heißt in diesem Spiel hier Lords. Dann hätten wir da den Drachenburschen, der es auch nicht hingekriegt hat, seinen Namen richtig zu schreiben. Blumen, 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 Blumen. Es ist Yangu. Blumen. Zunächst hätten wir dann noch den Metal Lord Iron Fist. Blumen. Ich bin im Wasser. Ah, Pfeil! Ja. Wir werden angegriffen. Ah, ich bin verwirrt. Sir Evenroe ist auch noch im Busch versteckt. Yay! Da ist was im Busch. Ja, was ich auch mal da gemacht habe. Der Len 16. Hallo. Hallo. So, damit hätten wir alle Chaoten versammelt. Wir spielen Realm of the Mad God. Wie ihr seht, ein sehr pixeliges kleines Spiel. Ach, Quatsch. In dem es eigentlich nur darum geht, Monster zu verhauen. Also ich finde die Grafik high-end. High-end, ist ja. Auch. Die ist super, die Grafik. Also ich kann die Pixel nicht erkennen. So, ich kann die Gegner nicht unterscheiden vom so. Metre Lord und... Erstmal ein paar Links auf jeden Fall und alter Lord. Genau. Level up. Lass complete, was auch immer. Lass uns Link und Zelda spielen. Ah. Wo rennen wir eigentlich alle hin? Habt ihr da oben? Du hast eine sehr suspekte Kindheit. Also meine Quest ist ganz hier, cool. Hier liegt gehen wir nach unten, da ist ein Boss. Also okay. Mein Boss ist... Da ist ein Boss, hier ist ein Boss. Nee, jetzt ein anderer Boss hier. Jetzt ist der Hobbit-Boss. Ich sterbe. Ja, dann lass das doch mal. Ich bleib bei den Priestern. Oh, ich hab ein Kleidungsstück gefunden, ein neues. Ja, ich hab auch schon eins. Ich hab keinen Mana mehr, tut mir leid, du musst sterben. Passiert. Nein. Nimm's nicht persönlich, nimm's nicht persönlich. Echt, der erste ist schon tot? Warum bist du denn tot? Wieso bist du denn gestorben? Da kann ich mir jetzt auch einfach eine andere Klasse erstellen. Das ist natürlich großartig. Ja, es ist ein guter Beginn auf jeden Fall. Ich erstelle mir dann mal jetzt einen Rogue. Okay. Das ist der Hammer. Der Hammer. Okay, das ist der Hornbach-Hammer. Weil Lazor heute der Einzige ist, der das Ganze live streamt. Dann sieht man schon mal live, wie er stirbt. Oh, ist doch nicht schlecht. Gegner. Ah. Zeig, vielleicht kann er sich ja dann einen Namen machen. Brauchst du das hier? Kann ich nicht nehmen. Das heißt immer noch Lord. Ist ja doof. Oh, ich hab einen Pfeiler. Komm. Oh. Ein Pfeil ins Knie, ja, das tut weh für gewöhnlich. Da war's das dann mit den Abenteuern. Wo seid ihr eigentlich? Ich hab mir hier schon wieder neue Freunde gesucht, aber ich wollte eigentlich zu euch kommen. Ach so. Wieder meins. Ja, die waren eher in meiner Umgebung. Ach, da seid ihr. Wie bitte? Bist du undeutlich? Oh Mann. Aber ihr schafft das heute noch, ne? Ja, ja. Ihr seht schon, das Spiel ist sehr anspruchsvoll, man muss sogar in verschiedene Richtungen schießen. Genau. Das Nette ist einfach, dass man mit Leuten, die in der Nähe sind, oh, da oben ist der Elfen-Wizard. Lass uns lieber den alten Mann töten. Das ist, glaube ich, der Elfen-Wizard. Oh, ist da viel mehr gewesen. Kann nicht mehr 6 Tränke nehmen? Alles meins. Ich habe auf jeden Fall den Stab mir erobert, das ist schon mal gut. Der macht mehr... Ich hab nichts bekommen, super. Mehr Damage macht der, also mehr Schaden, das ist doch schön. Schön. Ich hab doch irgendwas bekommen und so. Kometenstab. Okay, es ist trotzdem... Ah, der schießt auch schneller ein bisschen, glaube ich. Ich hab noch was für, Warrior Knight haben wir alles nicht. Genauso wie für Ninja haben wir auch nicht. Was, wir haben keinen Ninja? Nee. Sinn dieses Spiels ist einfach nur Monster umzukloppen, eine Quest nach der anderen zu machen. Sagtest du bereits. Sinn. Und ja, aber ich durfte nicht zu Ende sprechen. Und dadurch schaltet man dann die nächste Klasse frei. Sobald ein Charakter einmal tot ist, ist er wirklich weg. Tja. Richtig. Oder man bezahlt Geld und kauft sich direkt alle Klassen. Das ist natürlich auch. Ja, das geht natürlich auch. Ja, toll. Das ist genau dasselbe, was ich schon habe. Geld ausgeben. Kanickel. Das Beste an dem Spiel ist, dass man Geld ausgeben kann, aber wir haben alle noch kein Geld dafür ausgegeben. Es ist also Free-to-Play, man kann es sogar im Browser spielen, also ihr könntet das auch selber kostenlos spielen, wenn es euch gefällt. Ihr könnt es sogar jetzt live mitspielen. Oh mein Gott. Oh, könnte ich sogar sein lassen. Gott. Genau, Gott, aber, Gott hat schon gepasst. Ne? Oh mein Gott. Oh, da unten ist ein Wawawa. Ein Wawawa. Wo ist euer jemand abteamen? Also eure Quest? Ist tot? Wir haben mehrere Quests, ich glaube, oder? Momentan sehe ich gar keine Quests, sehe gar keine Viecher angezeigt. Ich sehe links oben eine Quest. Ja, ich auch. Oh, ich bin baden gegangen. Eine Quest. Ein Hobbit-Magier. Mal wieder. Bei mir ist es der End. Bei mir ist es Zwergen. Und bei mir ist es... Achso, das seid gar nicht ihr, mit dem ich gerade mitlaufe. New Class Unlock. Wusste ich natürlich. Heißen alle komplett anders, aber... Wobei, hier ist Lords. Lords ist bei mir. Lords. Aber es gibt mehr. Lords gibt's mehrmals. Lords gibt's mehrmals. Ich jemand anderen mitgenommen. Oh nein. Ich habe vorhin auch mehrere Lords gesehen, also noch einen anderen Lords. Ich weiß nicht, hier. Andere Lords? Nein, bist du nicht. Doch. Ja, bist du. Du bist der einzige Lord. Den wollte ich doch haben, ja. Du bist ein ganz spezieller Lord. Falls ihr mal die Gruppe verloren habt, könnt ihr euch auch zu uns warten. So ein blöder Bogen.
Und ich habe mich jetzt gar nicht zum Iron Fist geportet, das hat sich aber nicht gelohnt, weil er neben mir stand. Wer ist Deadestrike? Kennen wir Deadestrike? Nicht persönlich. Freund. Da gibt's schon wieder untote Hobbit-Magier. Hier ist ein Sumo. Der kam auf die Idee, untote Hobbit-Magier hier einzubauen. Sumo. Oh, das ist der Sumo. Ja, ich sehe auch einen Sumo. Wow, der macht kleine Sumos. Okay. Wenn das so ist. Das ist so die Art der Sumos. Genau, ihr habt schon wieder den Scheiß übrig gelassen. Da ist ein Sumo. Doch, ein Trank. Wie benutzt man nochmal Tränke eigentlich? Sechs. Musst du dir, glaube ich, auch mit dem du rauslegen. Ansonsten ist es auf F und X oder Z oder keine Ahnung. Die Tastenbelegung ist ein bisschen komisch. F. Bei mir ist es irgendwie nur 6 maximal. Das ist die Standard-Tastenbelegung, mit der ich jedes andere Spiel auch spiele. Da geht's ja viel Bei mir leckt das Spiel hart. Welcher Priester braucht den Ring? Bei mir geht's eigentlich. Also nicht hart, aber ein bisschen. Okay, hier ist noch ein Ring, den ihr haben könnt, den bräune ich. Ich laufe weiter, also ich weiterlaufen. Ja, das ist bei dem Spiel öfters so das Problem. Das hat mich letztes Mal schon so aufgeregt. Ja, weil das ist so anspruchsvoll. Ich dachte erst, ich wäre zu blöd zum Steuern, aber das lag dann doch wahrscheinlich im Spiel. Hier gibt's auch du bist zu blöd zum Steuern. Wir haben zwei komplett unterschiedliche Probleme. Ja, ich verstehe schon. Also, weil ich hätte einen Ring, der 40 Maximum MP plus gibt, möchte den haben. Damit ich dich besser heilen kann. Ja, bitte. Damit ich mich besser heilen kann. Nee, danke, ich habe einen plus 3 Attack-Ring, das reicht mir auch. Hier gibt's übrigens tolle Bäume, die uns angreifen. Hier, ich bin alleine. Oh, ich wollte mich gerade zu Evenwoe teleportieren, aber. Ja, das wäre hilfreich gewesen. Tja, ne? Man sieht ja auch, wir sind ja schon, wo die anderen sind. Zu 5. Evenwoe möchtest du einen Ring haben. Der eine Ring fehlt noch. Wo ist Iron Fist? Iron Fist, da ist er. Also ich habe einen mit Maximum 40 HP, der reicht mir eigentlich. Ja gut, dann nehme ich den mit. Da seid ihr. Das ist jetzt meine. So, schön. Wir könnten ja auch nachher nochmal ein anderes Gebiet schauen, also damit ihr auch mal was anderes seht als diesen Wald hier. Nein, es gibt noch andere Gebiete. Gesundheit. Danke. Also ich finde, das ist eher eine Steppe. Naja, aber ich finde, das hier ist ein Steinweg. Ich glaube, es sollte ja schon Wald darstellen. Auf dem Weg ist man, glaube ich, schneller, oder? Ist man das? Ich bin's laut. Ja, ist man eindeutig, ja. Cool. Aber ich bin's laut. Den Weg lang rennen. Lauter Pikachus und Raichus greifen mich an. Was ist das Gott. Denn? Hier geht's aber so viel gut. Boah, tatsächlich. Aber man sieht auch immer wieder neue Gegner, das ist doch schön. Ganz viel Geld. Also das Spiel macht vor allen Dingen dann Spaß, wenn man richtig viele Leute dabei hat, so wie die jetzt gerade. Nein, überhaupt. Weil man halt immer alles bekommt, was jeder macht. Oh, was ist... Wow, das Zeug ist Black Iron Helm. Also wenn man das tragen könnte, wäre das bestimmt richtig mächtig. Nasrael, sei mal ehrlich, hast du wirklich Spaß an dem Spiel? Ja, also ich hab auch Spaß. Ich mach's eindeutig, aber auf jeden Fall mehr Spaß, als ich hätte, wenn ich alleine wäre. Hier ist übrigens die Wespenkönigin. Wespenkönigin? Mit dem Sir hier. Was heißt die Aue gerade? Ja. Wir sollten zusammen bleiben. Ich laufe euch davon und will selber XP machen. Wow, wie viele sind da jetzt auf einmal da? Oh, Level 8. Aber das ist halt das perfekte Spiel für den Drachenburschen, weil man muss nicht skillen. Das stimmt. Was soll denn das heißen? Was soll denn das schon wieder heißen? Oh, möchte ich mich auch an Schleim zum MOBA-Spiel erinnern? So Shambling, Sludge, whatever. Ah, Slow. Oh Gott. Ich muss diesen Viechern ausweichen. Die sind schon ein bisschen eklig, oder? Ganz leicht. Ja. Was machen die hier überhaupt immer? Bei mir ist schon ein bisschen. Ja, aber das ist bei dem Spiel immer so. Wie kann das laggen? Ja, ich Pixel. Weiß auch nicht. Ja, das ist irgendwie die Serverkacke oder so. Ja, bei mir bei mir leckt das auch überhaupt nicht. Das sind bestimmt eure Internet-Einstellungen. Ja, mein Internet-Einstellungen. Meine schlechte Leitung muss es sein. CPA, Digga. Ich hab HSDPA. Was hast du denn nochmal für eine Download-Rate? Da geht einiges an. Hunderttausende Dingens. Hunderttausende Dingens. Heißt 100 Endbit, ne? 100.000 Leute. Base Mission. Ach ja, die Freunde von TeamSpeak. 100.000. Ja, das Besondere an Gaming Late Night ist einfach, dass wir das nicht großartig organisieren. Weil wir es ja sonst machen. Relativ spontan loslegen. Er lügt die doch jetzt nicht an. Nicht organisiert. Ich lüge nicht. Seit Tagen trainieren wir hierfür. Ich will ganz anders organisieren. So dass wir nicht alle dazwischen reden. Achso, so würde ich das machen. Wie würdest du das unterbinden wollen? Dann machst du falsche Let's Play. Wenn ich mir jeden Charakter auf eine Stummtaste lege und euch einfach nach einer Stimme schreibe. Das ist dann so, als würdest du Klavier spielen, wahrscheinlich. Ist ja auch ein Keyboard. Tja. Möchte jemand von euch einen Zwergenkönig wahrscheinlich an Bäumen hängen? Möchte sich irgendwie. Also dafür kriegst du ihn, Gib mir Porten. Priester. Wir haben hier sogar einen Musiker. Seid ihr eigentlich alle? Alter, der König verfolgt mich, der beißt. Priester. Priester. Wow, ich hab einen neuen Stab. Wow, der neue Stab. Oh mein Gott, was ist das? 200 XP, solo.
Meteoritenstab. Meteoritenstab, ja. Hier, hier. Boah, der haut rein. Seine XP nicht, ich hab Meteoritenstab. Ich hab Meteoritenstab. Irgendwas. Wer ist denn der Kevin? Wessen weil der hat gerade zu mir geportet. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund. Wer ist Kevin? Keine Ahnung. Hallo. Hallo, Nasrael. So. Oh, das Viech da oben sollten wir killen. Das sieht cool aus. Wo ist der Metrelord? Der, ja, ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Ach, auf einmal leckt das bei mir aber auch hardcore. Was? Das leckt immer das Spiel. Ja. Nein, ihr macht eindeutig was falsch. Ja, ja. Das Schöne ist ja, dass wir. Ich werde von einer Katze angegriffen. Wir auf so Madlord gar nicht so lange spielen wollen. Doch. Denn wir haben noch ganz andere Projekte heute Abend für euch bereit. Nein, die ganze Nacht? Doch. Also, liebe YouTube-Leute, für euch haben wir natürlich nicht mehr Projekte heute Abend bereit. Ihr seht das Ganze dann erst nächste Woche weiter, wenn ihr es aktuell nächste gucken Woche? Wollt. Nächste Woche? Ja, nächste Woche. Nasrael plant halt einfach alleine, wie wir hochzuladen haben. Ja. Wir haben das abgesprochen, ihr Schweine. Wir mussten ihm unsere Kanalpasswörter geben, damit wir auch ja nichts vorher hochladen. Ich bin gerade ein bisschen verloren. Feuerviech. Jawohl, also Feuerviech tot. Das finde ich schön, denn. Alter, mach mal jetzt los. Was macht jetzt alleine XP? Als Magier kriegt man irgendwie nie Zeug. Als Magier kriegst du nie Zeug. Was geht denn hier rüber? Wenn du Krieger bist, wird dir das Zeug die ganze Zeit nachgeschmissen. Wenn du Magier bist, kriegst du einfach nie was. Welches Level seid ihr alle? Aha, ich bin jetzt da bei euch. Danke. Level 8, du. Level 12. 7. Was? Level 8? Ja, das ist, wenn man alleine loszieht. Kleiner Kiss-Dealer. Geteilte XP sind halt doch nicht doppelte XP. You'll taste my ex. Ich hab euch gefunden. Oh. My ex in your ass. Da könntest du aber nicht bitte nicht. Look at my ex. Noch nicht so drauf. My ex is so amazing. Give it a lick. It's tasting like raisins. Oh mein Gott. Wie können diese Spinnen eigentlich so viel aushalten? Spinnen wo? Die Spinnen. Die roten, diese kleinen roten Spinnen. Ja gut, ich bin mal weg, ne? Okay, sind jetzt tatsächlich wieder zu viert. 4 von 6 ist ein guter Schnitt. Ja. Ja, so eben round, ich level jetzt auch alleine, wenn das gestattet ist. Wow, eine neue Robe. Eine richtig gute neue Robe. Das ist unglaublich. Die nehmen wir gleich mal. Eine erhobene Robe. Ja, Robert. Sie nennt ihn Robert. Eine Robe mit 2 Bergen. Es ist nicht nur irgendein Stein, es ist ein Feld. Nimm den Ring hier, Ringro. Den Ring, nimm den Ring. Liebe Zuschauer, ihr hört jetzt gerade 3 Singleplayer-Let's Plays auf einmal. Und dann hallo, das ist vollkommen gelogen. Ich nehme ja zusammen wenigstens. Ja. Wir sind ja auch zusammen. Aber ihr kommentiert ja nicht mal. Ja doch. Ja, okay, ehrlich. Ich bin Ebenrow schuld. Dungeon Power. Ja, das ist meine Schuld. Wir haben ja einen Tempel gefunden, einen zerstörten, verlassenen, verseuchten. Und ein Endgegner. Oh nein, und da sind wir wieder raus. Wow, böser Drache. Immer auf die Mütze. Tötet den Drachen. Nee, da bin ich dagegen. Da ist eine Katze! Nein! Das war nicht unsere. Das war nicht unsere. Ja, man kann sich auch irgendwie so. Katze hinterher von Dandyman. Sind das eigentlich Frauen oder was ist das? Wow, liegt hier viel zu weit rum. Wir töten einfach irgendwelche Frauen. Hey, schieß doch! Nein. Das ist nämlich der Sinn des Spiels. Achso, Frauen töten. Oh, was ist da? Ich will auch so ein kleines Viech dabei haben, wie der hier hat, wie Dandyman. Ja, dann kauf ich bin schon wieder tot, das kann doch nicht sein. Was? Ich hab dich doch sogar noch geheilt. Du kannst es einfach nicht. Irgendwas machst du falsch. Ich bin auch gerade, ich bin tot. Tja, Lord, wir halten hier viele Leute am Leben, so ist nicht. Ja, wärt ihr mal bei uns geblieben, gell? Ja, wir haben euch ja verloren. Ja, ihr hättet uns ja euch ja zu uns porten können. Man kann übrigens zueinander kommen, wenn man sich zueinander teleportet. Rechtsklick. Wie geht denn das? Rechtsklick. Zumindest wenn du noch wenn du schon deine Gruppe hast. Aber das hast du wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee. Das Viech macht komische Geräusche. Ja, wenn es getroffen wird. Da bin ich lange gelebt, sprechen sollen. Mein Loot. Hey, die hatte ich vor dir. Ich hatte die scheiß die Robe doch vor dir. Das gibt's doch nicht. Nein, die C6 Robe ist meine. Ich hatte die schon bei mir im Inventar und auf einmal war sie weg, ey. Das ist so eine Frechheit. Das ist so eine Frechheit. Schon wieder eine Quest. Hallo, du hast vorher die gute Robe abgestaubt. Ich hatte doch eine C1 Robe. Spinni. Sind das Spinnen? Ich hab. Das sind doch keine Spinnen. Na, oben war eine Spinne. Ja, das sind Geister, wir kommen dem Ghost King näher. Es gibt nirgendwo Spinnen. Spinnen sind eine Illusion. Ja, das ist richtig. Stimme ich voll zu. Folgt mir in den Norden für den Ghost King. Ja. Ich bin jetzt immer für, dass wir in ein anderes Gebiet mal noch gehen. Piu. Katze! Katze, wo Katze? Wieso greift die an? Böse Katze. Hier sind Mauer. Katze. Wir sollten echt mal in ein anderes Gebiet gehen. Ich bin gleich. Katzen sollten spielen unbesiegbar sein. Ja, so wie Kinder. Riesenkatze! Wie Kinder? Riesenkatze. Ich finde, Kinder sollten besiegbar sein. Nein! Ich bin Team Jacob, Mann. Okay. Jacob.
Das darfst du später sein, das ist erst bei Nosgoth gefragt. Eben. Aber ich bin Team Scheiße auf. Wie auch immer das heißt, ich weiß gerade nicht mehr. Twilight. Ich bin Team Scheiße. Team Scheiß drauf, besonders auf dem Klo ist er das häufig. Wo seid ihr eigentlich? Wir sind beim Ghost King. Guck mal. Ja, wo ist der? Wo ist der Ghost King? Im Norden. Erzähl mir mehr. Teleportier dich halt zu uns. Gerne mehr. Was? Ja, wie denn? Was? Ach, du hast uns nicht als Gruppe gelockt. Was? Hilfe, ich brauch Leben. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kenne mich mit diesem Spiel überhaupt nicht aus. Ja, go! Ey Leute, ich bin jetzt im dritten Mal. Die hier waren irgendwie besser als ich. Tja, Lesser, was sagt das aus? Dass ich dich gleich bin. Alter, wie viel hält denn der Geist aus? Da müssen wir uns wohl einen neuen Charakter erstellen. Was machen wir denn? Also Teamkills begehen, ja? Machen wir einfach mal einen Bogenschützen. Wir können ja auch Dota Alter, spielen. Wie viel hält der aus? Aber den klassischen. Oh Gott, nicht Dota. Nein, Dota spielen wir nicht. So, jetzt gibt's erstmal einen richtigen schönen Frame-Einbruch. So, hier seht ihr übrigens das Gebiet, wo man normalerweise am Anfang immer anfängt. Hier kann man sich allen möglichen Scheiß mit Echtgeld kaufen. Alter, wieso sind da zwei Geister jetzt? Man kann es natürlich auch lassen. Weil das ziemlich krasse Geigner sind. Cyclops wart ihr, oder? Ja, genau. Wir sollten mal in ein anderes Gebiet gehen. Oh nein, hallo, was sind das hier für Gegner? Die sind ja richtig krass drauf. Ja, warum sterben die nicht? Was. So, jetzt seht ihr gleich den Teleport. Tada, schon bin ich beim Sir Even Row. Oh, einer ist gestorben. Ah, der ist schon wieder sonst wo. Gefunden. Nee, dann teleportiere ich mich zum Nasrael. Jawoll! Da geht wahrscheinlich eher die Action. Boah, da sind zwei von denen. Ah, oh ja, hier geht echt die Action. Ja. Habt ihr Loot bekommen? Also guten Loot? Loot, der sich lohnt? Ja. So, jetzt habe ich euch wieder gefunden, weil ich einfach mal dem Drachenburschen gefolgt bin. Spielt man nicht Ninja Looter, ich brauch auch was. Was zum... Ich spiel nie dieser Geist, der... Wow. Der bringt aber schon, schon wieder tot. Ach, verdammt. Ey, ich bin schon wieder tot. Wie schnell ist der denn? Was macht ihr denn? Warum stirbt ihr alle? Level 1. Du erkennst das Problem? Level 1, Level 2. Ultra-Boss. Level 14, ja, ich weiß, was du meinst, aber... Ultra, der Boss. Wenn man einmal stirbt und dann zu den anderen wieder geht, dann wird's kritisch. Dann wird's schwer. Ja, ich hab was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Alles weg. Was willst du tun? Hallo, hallo, Lords und Yangul. Ich glaube, ich muss mir jetzt wieder irgendwelche Gammelgegner mir suchen, die ich vielleicht noch schaffe. Ich bin ein echter Ich komm jetzt. Komm, lass uns diese Schlange töten. Wow, ein XP. Ein XP, Wahnsinn. Wir sind die Besten, wir haben den Geistkönig besiegt. Der ist schon wieder da. Wir können schon wieder gegen einen Geistkönig kämpfen. Ach, das gibt's es ist nicht. Halt ungefähr genau. Ich bin froh, wenn ich nicht sterbe. Ja, ich auch. Loot. Aber wenn wir bei denen in der Nähe sind, kriegen wir halt richtig schnelle Erfahrung und dann leveln wir auch wieder schneller. Ach, ihr habt mich einfach alleine. Ring of Superior Security. Es tut mir sehr leid. Ja. Man muss ja einfach ein bisschen aufpassen. Schon bin ich Level 2, ne? Ich sterbe nicht als Level 1, das ist schon mal ein gutes Level Zeichen. Level 2, nicht schlecht. Ja, ich war schon Level 10. 3, way. Ich war schon Level 10 vorhin, so ist nicht. Ich achte überhaupt nicht auf meine AP, ich schieß die ganze Zeit. Alter. Ja, das habe ich auch gemacht und deswegen bin ich gestorben vorhin. Alter Lesser! Ja, das ist auch an zu blinken, wenn es dir nicht gut geht. Ja gut. Ah, ich blinke. Trotzdem. Oh je, okay, F ist tatsächlich die Heilungstaste. Ach, F ist heilen? Ja. Das Spiel ist scheiße. Trank einwerfen. Wir spielen schon eine halbe Stunde, können wir aufhören? Wir spielen keine halbe Stunde, ihr habt noch eine Viertelstunde gebraucht, um anzufangen. Also, ey. Ja. Wir spielen eine halbe Stunde. Nein! Ja. Das ist schon wieder tot. Oh Mann. Das kann nicht sein, ey. Tja, jetzt weißt du, wie es mir immer den Mopas geht. Tja. Alter, wie viel hält denn der aus? Der stirbt auch gar nicht, oder? Ich hab ihn verlangsamt. Das ist toll. Kann ich gleich nochmal machen. Ja, nicht mal was, nicht mal was glaub ich lassen. Hä, ich hab keine XP dafür bekommen. Ich auch nicht. Hier ist der Hurenboden. Alter, was fallen die denn aus? Vor allem, die geben wirklich keine Erfahrung. Nee, ich hab schon mal bescheuert. Die sind verbuggt. Was soll denn der Schwachsinn? Schon gern. Wieder da. Cool. Oh, ein Grabstein. Das ist aber schön. Das ist oder so. Ui, hier ist einer. Hier unten jetzt ein Boss. Wo? Ja, welchen denn? Den bringen wir der Erfahrung. Menschen. Boah. Oh, da unten geht's auch wieder ordentlich ab. Los. So, müssen wir schnell schießen. Oh, ein Lizard. Hilfe. Ein Lizard. Lizard. Lord. Oh, das ist ein komischer Troll ist da unten oder Goblin oder sowas. Also ich muss sagen, so langsam wird das Spiel noch ein bisschen... Ich fange gleich das nächste Spiel alleine an, wenn das so weit Nur am rummeckern. Nein, ich will auch was. Ach Mann, ich will einen neuen Bogen. Ja, du musst auch einsehen, immer wenn Lords bei mir ins Bild kommt, ist er ein Grabstein. Ja. Mann, das Spiel ist sowas von scheiße. Du kannst es bloß nicht spielen. Tja. Lass uns mal auf, ne?
Ich kann das Spiel nicht spielen, dafür kannst du keins von dem MOBA spielen. Na gut, reicht. Und gibt es bestimmt noch mehr zu. Ich finde, wir sollten trotzdem noch mal in ein anderes Gebiet gehen. Ich sag's jetzt zum vierten Mal, aber ich bin okay, dann porten wir uns einmal zum Nexus. Nexus. Oh. Oder? Welche das Etappe ist nicht euer Ernst, ne? Doch. Frame Drop. Angekommen. Oh Gott, was ist hier los? Hilfe. Warte, ich sehe gar nichts. Ah, über Leute. Okay, gleich nach oben. Straight nach oben. Vielleicht sollten wir uns ein anderes Gebiet suchen. Irgendwie, wo nicht so eine Höhle ist oder so. Vielleicht ist es dann anders. Ach so. Oder Medusa. Medusa. Medusa, geh mal Medusa. Wo ist Medusa? Links oben. Ja, wahrscheinlich genauso aus. Aber es ist trotzdem anders, komplett anders. Ja, es ist... Das ändert alles. Oh, Kakteen. Besser. Hey, guck mal, Kaktusse. Das heißt Kakteen. Ich Kaktusse. Kaktusse. Ich sterbe nie wieder. Also ich unsichtbar mache. Ah, diese Wortspieler, der... Ja, ich hab mir jetzt noch jeden Wortspiel an der Stelle gespart, weil der frauenfeindlich geworden wäre. Schon wieder ein Geisterkönig. Wäre. Also der mit der Kaktusse. Der will mich die ganze Zeit zu Geisterkönigen schicken. Der wäre frauenfeindlich geworden. Riesenkrabbe. Ja. Ich will auch mal was bekommen. Blut. Ah, Mann, ja, jetzt Blut für mich. Doch, für mich. Oh, eine neue Rüstung. Nicht schlecht. Ich hasse mein Leben. Ich find's doof, dass man hier nicht die Rüstungen sieht. Man. Ich schwöre, ich freue mich mehr als alles andere auf die nächsten drei Spiele. Nichts ist schöner als die anderen drei Spiele gerade. Ach, das Grabstein hier ist schon wieder der Lesser. Das Grabstein. Ja, das Grabstein. Das Confused, oh nein! Wieso haben wir jetzt einen Bogenschützen, Yangu? Den Hurenbogen. Wer ist denn das? Das ist mein Freund, den hab ich vorhin schon mal gesehen. Okay. Warum laufen wir ihm gerade hinterher? Hurenbogen. Keine Ahnung. Der sein Name Kult ist. Ach so. So sollten wir den paar mit Programm. Das gucken auch Kinder zu, wisst ihr? Oh no. Den sollten wir so nennen, den Part. Ich glaube, generell keine Kinder zu. So, nach oben. Ah, nicht laggen, sondern da hochgehen. Oh, jetzt gleich zwei Bögen. Wir nehmen vorsichtig einfach mal beide. Könnt ihr eine hilfreich sein? Busch, ich glaube, gerade einfach ganz straight zweimal dasselbe. Weil da angeblich ein Endboss ist. Ach, Grauholzbogen. Ja. Nimm doch mal den Ring hier. Der eine Ring. Ich hasse dich. Ich will den Ring. Maximum HP plus 40. Vielen Dank, Nasr. Weil der ist bei ihm nicht gut aufgehoben, der stirbt doch gleich wieder. Eben. Mal, ich sterbe nie wieder. Bestimmt. Das werden wir sehen. Wie eigentlich? Sollen wir Wetten abschließen? Seid ihr irgendwo? Wie lange du lebst? Schaffe ich es ohne zu sterben? Nein, ich bin confused. Also, ja, müssen wir aber mindestens noch 15 Minuten spielen, ist dir klar. Ja gut, habe ich gar kein Problem mehr mit. Nein, nee. Eine Minute reicht, dann ist er eh wieder tot. Und du musst die ganze Zeit im Nexus sein. Nicht im Nexus sein. Wo seid ihr denn jetzt? Können wir jetzt ab? Keine Ahnung. Wie lange dauert es? Okay, zu viert sind wir schon mal hier. Yangu, bleib hier. Yangu! Sie hat mir Yangu gezeigt. Können wir jetzt auch sammeln? Sammeln! Ich bin dem Hurenbogen. Es wird langsam peinlich, wenn ich die ganze Zeit sterbe. Können wir bitte auch? Okay, dann kommen wir jetzt alle zum Metro Lord. Zum Metro Lord? Nein, tut's nicht! Ich hab voll viele Monster bei mir. Zu spät. Ein Grund zu dir zu gehen. Ah, Monster! Wow, großes Monster. Drache. Was ist das denn? Das sind laufende Bomben. Hilfe! Dieter? Hilfe! Wo seid ihr hin? Nö. Hier stirbt doch keiner. Nö. Wir machen da jetzt Wetten, wer als erstes vor mir steht. Da oben wird mir so ein, Okay, ich glaube, du verlierst Oasis alle. Giant. Ich laufe schon wieder geradeaus weiter, wo ich mich geradeaus weiter drücke. Ich brauch die viel dringender. Übrigens, die grünen Pfeile an den Rändern sind eure Teammitglieder. Ja, ich weiß. Ich habe keine Teammitglieder. Nee, weil du uns nicht gelockt hast. Das hätten wir dir vorher vielleicht erzählen sollen. Locken. Ja, das wäre ganz nett gewesen. Ich hab gedacht, oh mein Gott. Du musst irgendwie Krümel auf den Boden streuen oder so, damit lockst du uns. Na. Also, dann kannst du uns mit einem Pokéball fangen. Die meinen spiele ich noch besser als die Witze von Drachenbursche sind. Aber nur wenn man uns vorher einen Stein an den Kopf bekommt. Was ist das denn? Ihr solltet mal sofort zu mir kommen. So wie der Ron, der hat auch einen Stein an den Kopf bekommen. Kinder. Wow. Laser. Kinder. Hier sind Lasers. Wo seid ihr? Laser? Was zur Hölle? Ich lebe nur. Warum sind da Laser? Ich hab keine Ahnung. Die machen Werbung. Schaden. Für dich. Ja, für mich. Nur für dich. Nur für mich. Ich mach den keinen Schaden. Aber warum sind da Laser? Das ist Zubbel. Warum sind da Laser? Alter, das Riesenviech. Oh mein Gott, sind hier viele. Das Riesenviech. Ich sehe kein Riesenviech. Leute, das ist ein großes, rotes Viech. Sowas von sicher. Ich sterbe gleich. Ich sehe kein großes, rotes Viech, weil ich gehe nicht durch die Laser durch. Wer ist gestorben? Na, wer wohl? Ich nicht. Du bist schon wieder tot? Nein. Lord Strike Level 2. Mann, ich hasse das Spiel. Es gibt echt kein Spiel. Level 16. Jetzt können wir aufhören. What?
Welche Stelle haben wir nochmal, als wir das letzte Mal einfach so angetestet haben? Da, dieses rote Viech, diesen. Da bin ich nicht so oft gestorben. Ja, ja, ja. Ich glaube, ja, stimmt, als wir getestet haben, waren wir auch in Nostros richtig gut. Aber dieses, wir müssen irgendwie das Monsterviech erledigen. Das Monsterviech, was da oben ist, dieses rote. Welches Monsterviech? Das rote. Ich bin richtig gut in Nostros. Ah, da ist ein rotes Monsterviech. Alle Zuschauer schreiben, wie man KG in Nostros gleich sein wird. Sofort. In die Kommentare überall rein. Man kann die Laserteil anscheinend zerstören, aber das Monster. Das Monster, wir müssen wahrscheinlich das große Monster zerstören. Wie kommt man an das Monster rein? Ich sterbe gleich wieder. Nein. Weich doch den ganzen Schüssen aus, Mensch. Nee, warum denn? Wenn du gleich stirbst, bist du auch ewig weit weg von mir. Ja. Ah! Was sind das hier für Dinger? Keine Ahnung. Da ist ein großes Zwerge. Wo ist das rote Viech? Das ist noch ein großes Viech. Oh mein Gott. Alter, was sind das? Ach, das ist der Anführer von diesen kleinen komischen rosa Viechern auch noch. Ich weiß, was das ist. So viele Viecher. Darauf trinke ich erstmal einen. Oder Spezi. Schon wieder mehr. Nee. Ich bin tot. Oh, ein Heiltrank. Das ist schon der nächste tot. Also Spezi, ich lebe noch. Ja. Alter, was ist dieser Roboter, dieser große? Ich sterbe gleich wieder. Steingolem-Roboter-Dingens-Viech. Bitteschön. Danke sehr. Bleib nur noch bei dir, du bist mein bester Freund. Oh, da ist Cthulhu, das ist Cthulhu. Ein großer Teil ist Cthulhu. Ja, kann man das essen? Ich bin tot. Ja! Ach, der lässt auch diese kleinen Blauen los, der lässt die Schlümpfe los, dieser große. Die haben mich einfach überrannt. Mich an den Baum gedrängt und überrannt. Keine Chance gehabt. Ich spiel jetzt auch einen Bogenschützen wieder, den konnte ich. Ich hasse euch alle. Ich bin jetzt Varior. War Hilfe. Wo seid ihr denn alle? Ich bin allein mit dem Monster. Ich bin bei Cthulhu. Das könnt ihr nochmal nehmen. Ich hab Cthulhu gekillt. Du hast die Welt gerettet, schön. Schön. Ja. Jetzt rette mich. Ich bin einsam. Hoppala, ich bin aufs Nexus gekommen. Puh. Ich nehme mal einen Rogue. Ach ja, ich bin auch mal aufs Nexus gekommen. Ja, aus Versehen natürlich. Ach, wir sind alle im Nexus jetzt, zufälligerweise. Nein, ich nicht. Zufälligerweise, um uns zu verabschieden für... Ich geh grad wieder ins Medusa. Oh. Jetzt hab ich gerade Spaß an dem Spiel gehabt. Ja, bestimmt. Ich bin tot. Danke. Weiß nicht, Phoenix Lord! Ich geh jetzt auf zum Phoenix Lord sehen. Und kill den jetzt. Das ist ein Dreckspiel. Boah. Das werden wir uns noch lange anhören müssen, wahrscheinlich von ihm. Wir sammeln uns nochmal. Ja. Wir sammeln uns. Ich möchte anmerken an alle Zuschauer, ne? Spielt es niemals. Das ist so unfassbar schlecht. Oh Mann. Ich fand's gut, ich hatte Spaß. Ich bin auch auf Level 13 gekommen und niemals gestorben. Wo seid ihr? Ich bin nur Level 6. Also, Even Row und ich stehen jetzt schon bei den ganzen. Ja, hier steht er. Ja, ich sehe euch, ich sehe euch. Ja. Metrelord, ich habe Metrelord gefunden. Lord. Wo steht ihr denn? Wir stehen zwischen den ganzen Portalen. Genau, in der Mitte. Ach, da ist er. Zwischen den Portalen. Hallo. Nicht zwischen den Stühlen, aber da zwischen den Portalen. Ja. So, schön, da haben wir alle. Abschlussfazit für weiter in die Wand. Der größte Scheiß. Ah. Nee, also mit anderen zusammen ist schon ganz witzig, aber auch nicht auf Dauer. Also man kann es mal eine halbe Stunde spielen und eine Stunde, aber irgendwann ist es dann, glaube ich, auch irgendwie, wie sagt man so schön, ausgelutscht. Ja. War mal ganz nett, so jetzt schon einen Folgestream an, in dem ich besser sein werde als jetzt. Ja. Mach das, mach das. Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim ersten Spiel unserer allerersten Gaming Late Night. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Und natürlich könnt ihr das auch immer im Livestream mitverfolgen. Wir kündigen das jeweils bei eurem Lieblings-Let's Player an. Also bei mir. Wir spammen das immer unter Gronks Videos. Unter Gronks Videos. Das ist ein toller Plan. Nein, also folgt euren Lieblingskanälen, die bei dieser Gaming Late Night mitmachen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und dann eventuell auch mal bei einem Livestream mit dabei zu sein. Reinzugrinsen. Wollt ihr euch noch verabschieden? Ja, ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns gleich. Tschö. Wir sehen uns. Bye, bye. Servus. Gleich oder nächste Woche. Also, ciao und bis dann.